Hallo und herzlich willkommen zurück auf TwinSun, dem Planeten, auf dem TwinSen sein großes, kleines Abenteuer erlebt. Oder besser gesagt, andersherum, sein kleines, großes Abenteuer. Denn das ist ja der Titel des Spiels. Und wir sind immer noch im Keller der Bar oder der Kneipe. Denn wir haben im letzten Part die Schließung verhindert oder die wieder eröffnet. Ist jetzt eigentlich wurscht. Also, naja, eigentlich haben wir eher nur die Schließung verhindert. Und dann sind wir in den Keller abgehauen. Denn da haben wir noch ein Kleeblatt gefunden. Nein, also ein Kleeblattkästchen meine ich natürlich. Hier, da, könnt ihr das sehen. Das vierte. Jetzt haben wir vier Stück, ist nicht toll. Bloß leider haben wir nur ein Kleeblatt. Das ist ein bisschen mau. Geld brauche ich nicht mehr. Ich brauche kein Geld, wir brauchen schon Geld. Ich meine, bei 289 Caches, das ist schon nicht schlecht. Noch mehr Geld. Na gut. Dann nehme ich das halt mit. Dann kann ich mir noch ein bisschen Treibstoff kaufen, weil ich den ja beim Wasserturm so schön verschwendet habe. Und ja, ansonsten ist hier eigentlich nichts mehr Interessantes. Also die Fässer sind nur normal zu untersuchen. Das hat ein bisschen Zeug drin. Oh, Magie kann ich gebrauchen. Und ansonsten ist hier nichts weiter in dem Keller. Nichts von Interesse. Deswegen, sage ich mal, machen wir uns auf den Weg zurück. Und ja, wir müssen ja jetzt nach dem Piraten, Einauge suchen, denn der hat ja den Schlüssel zu den geheimen Schätzen in unserem Haus. Oh, hallo. Und ja, weil Hegesippe so doof war und ihn verloren hat. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten Einauge. Und uns wurde ja gesagt, dass wir mal den Seemann ansprechen sollen, und der hier sieht so ein bisschen aus wie Matrose, deswegen habe ich den gerade angesprochen. Ja gut, dann gehen wir zu dem Deko, der im Hafen sitzt. Der hat uns ja ganz am Anfang da so eine Fahrkarte vermacht, weil wir seine Kisten verschoben haben. Und ja, ich dachte eigentlich, ich müsste nicht nochmal mit der Fähre fahren, aber das werde ich gleich doch machen müssen, weil der Bekannte vom Astronomen ja schon abgehauen ist. Aber das ist jetzt nicht so wild. Wir können jetzt ganz bequem eine weitere Fahrkarte für 5 Caches kaufen. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, kann ich jetzt eigentlich auch den Klon besiegen, der hier rauskommt. Das war ja auch ein grüner, aber ich glaube, das mache ich nicht, weil wenn ich das mache und den dann wieder anspreche, den Hasi, also zum einen rennt er ins Haus rein, kommt dann irgendwann wieder, soweit ich mich erinnere, und zum anderen würde er dann nur einen weiteren Klon rufen, und das hat keinen Zweck. Deswegen machen wir einfach den hier wieder fertig. Viermal müssen wir ihn ja treffen. Haben wir ja beim letzten Mal festgestellt, dass gelbe Klon jetzt nur noch 4 Treffer aushalten. Und dann bekommen wir den schönen Schlüssel, den goldenen, den güldenen Schlüssel, der das Tor zum Hafen aufschließt. Und ja, dann können wir zu dem Matrosen, der hier sitzt, und hoffentlich kann er uns etwas über ein Auge erzählen. Als du noch die Fähre nehmen möchtest, biete ich dir Fahrscheine für nur 5 Caches an. Ich drucke sie eigenhändig. Na, ob das so legal ist. Aber na gut, wir wollen mal nicht so sein. Ja, kauf ich und bitte einen Fahrschein für die Fähre. Yay. Twinson freut sich auch. Seht ihr das, wie er sich freut und fast schon tanzt, aber eigentlich nur mit seinen Armen wedelt? Guten Tag. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten Einauge. Ich weiß, dass Einauge eine Art Logbuch für sich schreiben ließ. Dieser Pirat war praktisch Analphabet. Und der Wirt der Taverne auf der Hauptinsel weiß, wo es ist. Okay, gut. Dann, sag ich mal, fahren wir zur Hauptinsel. Wir haben uns ja gerade schon das Ticket besorgt. Dann können wir uns auch direkt einen neuen Mecha-Pinguin holen. Willkommen an Bord. Sie haben Glück. Es wird ein wahres Kreuzfahrtwetter angesagt. Ja, das Kreuzfahrtwetter haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Dann können wir uns gleich einen neuen Mecha-Pinguin holen und außerdem neuen Treibstoff. Ja, hier, es ist genau die gleiche Szene. Das Wetter ist furchtbar. Und ja, Kreuzfahrtwetter halt. Und Finsen geht's immer noch schlecht. Noch was sollte ich mir holen? Genau, Kleeblätter. Denn ich habe nur noch eins und wir können uns dann ja beim Bazar, beziehungsweise vor der Kneipe, wo der Wirt drin ist, wo wir sowieso hin müssen, können wir uns ja mit Kleeblättern eindecken. Und das mache ich dann direkt. Aber erstmal muss ich da hinkommen. Beweg dich, Deko. Ich möchte nämlich nicht dich töten, sondern ich möchte den gelben Klon dort besiegen. Na komm schon.
Triff ihn doch, Twinson. Ah, der Vertreter bleibt stehen, das ist gut. Das freut mich doch, dass der so kooperativ ist. Na, gelb. Also, jetzt bin ich wirklich an der Stelle im Spiel, wo ich also eigentlich noch Geld brauche, aber genug Geld habe, dass ich hier kein Geld mehr brauche, das noch fallen gelassen wird. Klingt komisch, aber ist halt so. Naja, was soll's. Ich gehe wieder hier hoch, denn von hier können wir den Klonroboter, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, was das jetzt sein soll. Das ist ein Roboter, ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Na? Also das Zielen, man merkt, ist nicht ganz so einfach. Bisher hatte ich noch wenig Schwierigkeiten damit, aber jetzt gerade ist das nicht so das Wahre. Aber was soll's, ist mir egal. Ich habe jetzt den grünen Ball, ich bin stärker als vorher. Ich muss die Leute nicht mehr so oft treffen, das ist ganz in Ordnung. Und wenn ich dann spätere Magiestufen noch finde, wenn ich hier die weiteren beiden Items finde, das Medaillon von Sendel und die Flasche klaren Wassers, dann kann ich eh noch mehr Schaden machen. Und ja, später wird das Spiel dann dadurch wesentlich einfacher. Also, ob es jetzt einfacher wird? Also die Gegner werden einfacher, aber das Spiel an sich nicht unbedingt. Nein, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber dahin werden wir ja kommen. Und ich bin ja jetzt eigentlich auch schon fast so weit, wie ich bei meinem ersten Let's Play war. Denn da habe ich ja nur den Schlüssel zurückgeholt vom Piraten Einauge. Und habe mir dann das geschnappt, was bei mir im Haus zu finden war. Und ja, das war's dann eigentlich auch. Soweit ich mich erinnere. Ja, das müsste es gewesen sein. Deswegen, ihr könnt schon gespannt sein. Ich muss mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Den Schlüssel müsste ich eigentlich heute holen können. Und dann erwarten euch ganz neue Folgen. Ein Megapinguin kostet 3 Taschen. Also zumindest die Leute, die die alten Folgen gesehen haben, die können dann... Ja, holen wir es einfach mal. Die können dann... ich kann es nicht überspringen. So, 15 Liter oder für 15 Reisen haben wir jetzt Kraftstoff. Das wird auf jeden Fall ausreichen. Mehr brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben immer noch 258 Caches übrig. 200 davon gehen ja für das Boot drauf. Das macht dann immer noch 58 Caches, die wir so zur Verfügung haben, falls wir noch irgendetwas kaufen wollen. Und das ist wirklich mehr als genug. Also, wir sind gut dabei. Kein Kleeblatt? Kann es sein, dass ich da nur ein Kleeblatt draus kriege? Okay, das riskiere ich mal eben. Wenn meine Werte voll sind. Warum kann ich das nicht aktivieren? Wahrscheinlich muss ich jetzt Schaden nehmen. Moment. Dum-tudum. Lauf gegen die Wand. So, hoffentlich wird jetzt die Magie auch mit aufgefüllt, weil... Ja, wurde mit aufgefüllt. Gut. Dann lasst uns mal hoffen, dass wir jetzt Kleeblätter kriegen da draus, weil sonst müssen wir zum Wasserturm fahren. Denn ganz ohne Kleeblätter möchte ich dieses Spiel nicht spielen. Und naja, wir haben jetzt ja 15 Treibstoffkanister-Dinger da. Das heißt, das müsste ausrechnen. Herz. Aber da kamen doch vorher Kleeblätter raus. Warum kommen jetzt keine mehr raus? Das finde ich irgendwie doof. Woran lag denn das? Dass das Leitungswasser jetzt besser schmeckt. Ach ja. Hurra, wieder mal eine Werbeaktion vom Bund der Anti-Alkohol. Ja, du hast es nicht mal probiert, oder? Hier. Ach, du bist ja gar nicht der Barbesitzer. Kenne ich nicht, aber die vom Piraten, weil man in einem Wein kann ich von dem anderen kommen. Kann ich mich jedes Mal totlachen. Das klingt ziemlich böse, wenn man Rheuma im gesunden Wein... gesunden in Anführungszeichen und Termiten im Holzbein hat. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten Einauge. So, jetzt lass mal hören. Einauge! Weil er nicht lesen konnte, hat er den Koch sein Logbuch schreiben lassen. Es steht im Bazar gleich nebenan zum Verkauf. Okay, danke für die Info. Dann gehen wir mal rüber in den Bazar. Da waren wir eigentlich gerade eben schon, weil wir Treibstoff und einen Mega-Pinguin gekauft haben, einen neuen. Weil ich kann ja leider immer nur einen Mega-Pinguin mit mir tragen in diesem Spiel. Im zweiten Teil kann ich mal bis zu 9 mit mir tragen, glaube ich. Waren es zumindest 9 oder 10? Ich bin mir gerade nicht genau sicher, aber auf jeden Fall eins von beiden. Und hier geht's eben nur einen. Und im zweiten Teil sind sie auch explosiv und hier nicht. Und ja, sie unterscheiden sich ein bisschen. Willkommen, lieber Kunde. Ich habe keinen Tier.
Ja, das wissen wir doch. Wir brauchen auch keinen Kirschsirup mehr. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten ein Auge. Genau, erzähl uns mal lieber was darüber. Hey, und aus deinem Schatz. Ha, ich habe in der Tat ein altes, verstaubtes Buch über Eichhörnchen. Aber ein Kunde hat es mir heute Morgen abgekauft. Ja, genau. Wir wollen einen einfachen Gegenstand haben und müssen dafür wieder eine komplette Weltreise unternehmen, weil ständig irgendwer sagt, ja, der weiß was darüber und dann kommt, ja, nee, aber der weiß was darüber und dann kommt, ja, ich weiß das, also ich kenne jemanden, der weiß, wo jemand ist, der etwas darüber weiß und so und deswegen, naja. Aber die Bibliothek ist ja glücklicherweise nicht allzu weit entfernt. Und trotzdem gehe ich jetzt erstmal zum Wasserturm, denn ich möchte unbedingt Kleeblätter haben. Und ich habe keine Ahnung, warum mir das jetzt keine Kleeblätter mehr geben wollte vor der Kneipe. Aber es lässt sich nun mal nicht ändern. Und wir haben ja jetzt genug Treibstoff, von daher kann ich die zweimal Treibstoff hier einfach so verschwenden. Und lange dürfte das ja auch nicht dauern. Ich meine, ich muss nur mal eben den Wasserturm rein. Und dann gibt es da ja immer zwei Kleeblätter auf einmal aus dem Pilz. Zumindest erinnere ich mich, dass das so war. Deswegen, ja, kein Problem. Well, springen wir mal rein. So, es war, wenn ich mich nicht irre, dieser Pilz. Nein, der hat Geld gegeben. Dann dieser Pilz, jawohl. Und zwei Kleeblätter auf einmal, wunderbar. Dann 10 Caches, na gut, warum nicht. Dann klettern wir nochmal eben hier wieder raus. Und springen noch einmal hinein und dann habe ich wieder 4 Kleeblätter und wir sind dann gut gerüstet, also 4 Kleeblätter, volle Lebensenergie, volle Magie, und diesmal kein Geld, nur Herzen, aber auch gut. Ja, alles voll, jetzt kann das Abenteuer weitergehen, ohne dass wir direkt vom nächsten Klon umgebracht werden und dann irgendwo beerdigt werden müssen. Wobei, irgendwie hat Twinson gar keinen Friedhof, fällt mir gerade mal so auf. Also, es hat alles. Es hat die Plumpsklos, also Toiletten gibt's. Dann, es gibt eine Bibliothek, es gibt ein Gefängnis. Eine Schule gibt's, glaube ich, nicht. Die gibt's erst im zweiten Teil. Aber es gibt Kneipen, später gibt's einen Club, verrate ich schon mal. Und, na toll. Moment, wie mache ich das jetzt am besten? Ich bin hier gerade... das ist nicht so toll hier. Ja, ich bin natürlich voll in ihn reingelaufen. Das war jetzt nicht so toll. Dafür wird er bezahlen. Mit seinem Leben. Hallo. Ja, genau. Weil jetzt möchte ich auch wieder den Pilz haben. Der hat einen schönen Lebensenergie gegeben, wenn ich mich nicht irre. Schon stirb. Stirb. Oh, komm schon. Beweg dich mal nicht so viel hier. Ich möchte versuchen, dich zu treffen. Geht doch. So, 3 Magie. Das war hier. Genau, da war ein Kleeblatt drin. Dann benutze ich das jetzt, bin ich wieder voll geheilt, sammle es auf und alles ist wieder gut. Naja, Glück gehabt. Das hätte auch böse ausgehen können. Aber alles ist in Ordnung. Wir können jetzt in aller Ruhe weitermachen. Gehen wir mal zur Bibliothek. Und da möchte ich euch noch etwas anderes zeigen. Denn... Nein, das zeige ich euch nicht. Zeige ich euch gleich. Da muss ich jetzt nicht schon verraten, was ich euch zeigen werde, weil wenn ich sowieso gleich mache, hat das irgendwie wenig Zweck. Ja, hier rechts gehe ich immer noch nicht lang. Dann gehe ich später lang. Ich denke mal, ja, so lange wird es auch nicht mehr dauern. Da ist nämlich eine Sache, die ich zeigen möchte, die eigentlich total nutzlos ist. Aber, naja, was soll's. Ist halt, ich möchte halt so viel zeigen, wie es nur geht. Alles, was ich weiß für dieses Spiel. Und ja, dann gehört das einfach dazu. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, was hier eine Bibliothek ist. Und